Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein dänisches Schloss und das ist hier der Verschluss und der geht nicht richtig. Das heißt also, der will nicht so, wie er eigentlich soll. Mal gucken, ob ich da nochmal eben Spannung drauf kriege hier. Nee. Also der will nicht so. Ups, falsche Richtung da. Und eigentlich soll der hier rausklappen und die Ursache kann sein, dass einmal, weil der hier hohl ist, da an der Stelle, ja, dass der da klemmt einmal, also dass er zusammengedrückt wurde oder er wurde eben halt ein bisschen verbogen und das werde ich jetzt ein bisschen richten. So sieht das also von oben aus. Das ist die Feder, die das Ganze dann dementsprechend spannt. Jetzt soll ich nochmal eben gucken, ob ich die nicht doch irgendwie da in meine Richtung kriege, wie ich den ganz gerne hätte. Ja, so ein bisschen das mal eben hier so mit einer Hand machen. Ja. So sieht das Ganze aus. Dann nachher. Ja, und der, wenn er jetzt hier zurückfährt, klemmt der total. Ups, schon wieder. Klemmt der total und dann ist es so, dass ich den dann praktisch also nicht mehr schließen kann. Jetzt werde ich den ein bisschen aufmachen oder quetschen, muss ich gleich mal gucken, wo drin was liegt. Und dann sollte das wieder funktionieren. Ja, das. Wie gesagt, hier ist die Feder dann, das ist der Verschluss und dann geht das praktisch hier nachher weiter direkt zum Schloss. Und das habe ich auseinandergebaut, das muss ich nochmal gleich wieder richtig machen. Okay, das war es erstmal. Es geht aber um diesen Verschluss hier. Der will nicht, das ist der obere, hat zwei Stück davon und den werde ich jetzt berichtigen. Ich habe den jetzt also praktisch hier mit dem Meißel ein bisschen geweitet. Und wenn ich den jetzt hier rausnehme, dann ist es so, dass der auch wieder schließt. Es geht ja wieder, eben ging er gar nicht. Es hat also daran gelegen, weil irgendjemand hat das da verbogen. Jetzt hat das also praktisch wieder, ja, wieder funktionsfähig. Okay, dann baue ich das Ganze jetzt wieder zusammen und dann kann man da wieder mitschließen.